um von Gott, von der Quelle wirklich empfangen zu können, also vom ewigen Gott, muss man loslassen können und auch mal erlauben können. Das ist etwas, was ich eben hier den Menschen der OCG und einigen anderen, die ich jetzt auch schon so kenne, wirklich von Herzen wünsche. Denn man muss nicht alles kontrollieren. Und Ängste. Ein einfacher Satz, wenn man mir den erlaubt hätte, hätte eigentlich genügt. In meinem Beruf hier neu als Ausländerin besser hier schwingen und nicht irgendwo da unten in der Angst. Also meine Widerstände immer wieder an den Wochenenden in Angst irgendwie hineingezogen zu werden und damit drin zu hängen und drin baden zu müssen. Das hatte eine Berechtigung und dieser eine einzige Satz, wenn man mir erlaubt hätte, den zu sagen. Aber sowas war eben noch nicht drin. Ich habe mal ein Gespräch gehabt mit dem Gurudev Singh und da habe ich damals gesagt zu ihm, ja, Angst ist doch die Wurzel vielen Übels in dieser Welt. Und darauf hat er geschmunzelt, er hatte ja auch immer so seinen eigenen Humor und meinte, ja, Angst ist auch Luxus. Und hier habe ich diesen Satz so richtig verstanden, denn wenn ich nicht immer wieder dahin gekommen wäre, sondern wäre da unten in der Angst hängen geblieben, großer Unsicherheit, niederen Schwingungen, dann hätte ich hier keine Chance gehabt. So einfach, so simpel, ein Satz. Der fremd war, der nicht ins Konzept gepasst hat und deshalb war es nicht möglich, den zu sagen. Oder wenn, dann wäre er überhaupt nicht gehört worden, denn das heißt, ich habe ihn ja gesagt und er ist nicht gehört worden. Und man muss Menschen nicht verteufeln, nur weil da irgendwas kommt, was einem noch fremd ist. Ich glaube tatsächlich, dass die Abigail auch eine Rolle spielt in Gottes Plan. Denn wenn man es so banal und simpel betrachten würde, dann hätte ich hier im Strang Zürich ja von oben nur Gegenspieler abbekommen. Wenn man es so simpel betrachten würde, wie es ja umgekehrt gesehen wurde zumindest. Wie es jetzt ist, weiß ich ja nicht. Ein anderer Satz von Gurudev ist mir noch eingefallen. Wenn alle Mütter sich sicher wären, dann wären die Menschen Heilige. Der ist mir hier auch öfter mal in den Sinn gekommen. Einfach auch die simple Wahrheit, die darin verborgen ist. Ich wünsche einen schönen Tag.